Ein Licht in jedem Fenster. Ein Winterleuchten in Neubrandenburg. Seit dem ersten Advent läuft die Aktion, die die Menschen in Neubrandenburg kontaktlos näher zueinander bringen soll. Initiiert vom Netzwerk Stadtteilarbeit. Im Stadtteilbüro Süd treffen wir Cornelis Meid, der uns mehr über das Neubrandenburger Winterleuchten erzählen wird. Herr Meid, auch die Stadtteilarbeit ist größtenteils zum Erliegen gekommen. Sie waren aber nicht untätig und haben sich zusammen mit Ihren Kollegen das Projekt Winterleuchten überlegt. Vielleicht können Sie noch mal ganz kurz erklären, worum es sich dabei genau handelt. Ja, das ist richtig. Zusammen mit den anderen Stadtteilbüros sind wir ja verbunden im Netzwerk Stadtteilarbeit. Und Winterleuchten, damit haben wir die Bürger ermutigt, sich an allen vier Adventssonntagen gegenseitig zu ermutigen, indem sie Lichter in die Fenster stellen und einfach so ein Zeichen der Verbundenheit geben, das ist das eine. Und dann haben wir gesagt, ist auch gut, wenn man sich überhaupt gegenseitig noch wahrnehmen kann. Und so konnten wir mit Neu1 zusammen und auch über eine Homepage einfach Beiträge senden, wo einfach Bürger oder Initiativen oder Kindergärten kleine Lieder aufnehmen, andere Beiträge und sozusagen gegenseitig noch zeigen, wir sind da, es gibt zwar den Weihnachtsmarkt nicht, aber wir können uns gegenseitig ein Stück Freude bereiten in der Vorweihnachtszeit. Anleitungen für Weihnachtsbasteleien, Fotos, Bilder, Textdokumente, Videos und Audiodateien unter winterleuchten-nb.de konnten sich die Neubrandenburger mit eigenen Beiträgen an der Aktion beteiligen. Zahlreiche kreative Köpfe haben die Seite bereits mit bunten Weihnachtsbotschaften gefüllt. Wie schnell das geht, das wäre mein Gesteck jetzt zum Advent. Seit Mitte November sind auch wir mit der Kamera für das Fernsehformat der Aktion Winterleuchten unterwegs. Ob Profimusiker oder Nachwuchstalente, Zaubereidarbietungen oder Gedichtvortrag. Jeden Adventssonntag um 16 Uhr präsentierten sich die Neubrandenburger Stadtteile mit kleinen Weihnachtsbeiträgen im Regionalfernsehen. Mit im Boot Privatpersonen, Institutionen und Vereine. Alles, um etwas weihnachtliche Stimmung in die Wohnzimmer zu tragen, Menschen unter Kontaktbedingungen, Quarantäne oder selbstgewählter Isolation das Gefühl zu vermitteln, dass sie nicht alleine sind. Wie waren denn die Reaktionen auf dieses Projekt? Könnten Sie sich vorstellen, auch außerhalb der Krise, außerhalb der Kontaktbeschränkungen, sowas Ähnliches nochmal zu gestalten im nächsten Jahr? Ja, Reaktionen waren ganz toll von ganz vielen. Also wir haben ganz viel Resonanz bekommen. Auch die Homepage winterleuchten-nb.de, die füllt sich richtig. Also da sind ganz viele Beiträge jetzt zusammengekommen. Und viele sagen auch schon, Mensch, sowas könnten wir eigentlich nächstes Jahr wieder machen. Das ist ja auch so einfach inzwischen, eben diese digitalen Möglichkeiten zu nutzen. Und man kann nicht immer gleich auf den Weihnachtsmarkt laufen, aber so haben viel mehr Möglichkeiten, daran Anteil zu nehmen, was einfach Leute machen, um anderen eine Freude zu machen. Also von daher im Netzwerk Stadtteilarbeit haben wir schon gesagt, das ist eine gute Möglichkeit, das durchaus auch zu wiederholen. So beschert uns die Corona-Krise vielleicht ganz neue Ideen und Aspekte für zukünftige Weihnachtszeiten. Am Ende bleibt die Botschaft, dass man Ausnahmezustände am besten gemeinsam bewältigt. Selbst wenn man sie getrennt voneinander verlebt.